Viele freuen sich noch auf einen Sommerurlaub. Allerdings steigen europaweit die Inzidenzwerte immer weiter. Wie sicher ist der Urlaub noch in diesem Sommer? Guten Tag, Herr Havlik, danke für die Einladung. Wir seitens des Außenministeriums raten immer noch zur Vorsicht beim Reisen diesen Sommer. Niedrige Infektionsraten haben uns ermöglicht, zum 1. Juli die Covid-bedingten Reisewarnungen für die meisten Länder, vor allem in Europa, mit Ausnahme der Virusvariantengebiete aufzuheben. Aber dieser Sommer ist einfach noch kein normaler Sommer. Und gerade Reisen und Mobilität sind der perfekte Nährboden für das Virus. Und eben auch bei allen Fortschritten bei Impfungen, offene Grenzen können einfach keine Einladung für Sorglosigkeit sein. Umso wichtiger ist es, dass alle, die sich noch nicht haben impfen lassen, dass sie sich jetzt impfen lassen, dass sie diese Möglichkeit nutzen. Und das ist unsere einzige Chance eigentlich, um Reisebeschränkungen oder auch Lockdowns zu vermeiden. Aber welche Länder sind denn jetzt besonders kritisch? Zum Beispiel, wenn wir uns die Inzidenzwerte anschauen, Zypern mit einer Inzidenz über 500, Spanien ist jetzt auch schon bei einer Inzidenz über 300. Würden Sie noch ruhigen Gewissens in solche Länder reisen? Was empfiehlt denn das Außenministerium? Sollte man zum Beispiel Spanien meiden? Derzeit sind die genannten Länder noch auf Sicherheitsstufe 2. Wo wir sagen, es gibt ein Restrisiko, aber das sind immer Momentaufnahmen und wir beobachten die epidemiologische Situation in all diesen Ländern ganz, ganz genau. Wir schauen uns an, wie entwickeln sich die Infektionszahlen, wie entwickelt sich die Zahl der Tests und auch der Positivitätsrate und auch, wie sieht es mit dem Aufkommen von den Virusmutationen aus. Und das bedeutet, dass Verschärfungen einfach jederzeit wieder notwendig werden können, wenn eben das Infektionsgeschehen in einem Land sich dramatisch verändert. Wenn ich jetzt noch eine Reise geplant habe, welche Seiten empfehlen Sie, wo kann man sich denn da informieren über die Einreisebestimmung? Es ist ja von Land zu Land verschieden. Sie können sich informieren, am besten tagesaktuell auf den Reiseinformationen des Außenministeriums, www.bmaier.gv.at. Und da finden Sie zu fast 190 Ländern und Gebieten tagesaktuell die Bestimmungen, die gelten bei der Einreise in ein Land. Das ist ja zum Teil trotz 3G-Regel, trotz grüner Pass, ist es im Detail mitunter sehr unübersichtlich. Da können Sie sich tagesaktuell informieren, auch wie es aussieht, wo bis zu welchem Alter zum Beispiel Kinder auch ausgenommen sind von der Testpflicht. www.bmaier.gv.at. Und was auch sehr, sehr wichtig ist, registrieren Sie Ihre Reise vorab. Wir haben auf unserem Auslandsservice.at die Möglichkeit, dass Sie eine komplett neu gestaltete Reiseinformation im Taschenformat sich auch runterladen können, sich dort registrieren können. Wenn es zu Krisensituationen kommt, informieren wir Sie auch darüber. Erleben Sie es oft, dass es zu unangenehmen Überraschungen kommt, dass viele Reiserückkehrer jetzt nicht geahnt haben, was jetzt auf sie zukommt an Bürokratie oder Tests oder Einreisebestimmungen oder auch bei der Einreise in den Urlaub? Wie oft werden da Österreicherinnen und Österreicher, sagen wir es salopp einmal, vor den Kopf gestoßen mit Maßnahmen? Wir bekommen natürlich viele Anrufe in unserem Bürgerservice Center schon während der gesamten Covid-Pandemie. Unsere Botschaft ist, bitte informieren Sie sich vor Antritt der Reise. Prüfen Sie sorgfältig, wo Sie hinfahren, auch wie Sie wieder zurückkommen können. Ich glaube, die 3G-Regel ist mittlerweile in aller Munde und in aller Köpfe. Und es wird einfach in diesem Sommer, der kein normaler Sommer, sondern ein Sommer mit erhöhtem Schutzfaktor ist, einfach notwendig sein, dass man sich informiert. Und was wir auch empfehlen, dass man möglichst vor Antritt einer Reise auch eine Reiseversicherung abschließt, die möglichst Covid-relevante Risiken im Krankheitsfall und auch einen Krankentransport abdecken. Viele Virologinnen und Virologen fordern gerade jetzt, wo sich diese hochansteckende Delta-Variante ausbreitet, wo sich eben auch doppelt Geimpfte tatsächlich auch infizieren können, dass man verpflichtend bei der Rückkehr nach Österreich einen PCR-Test machen sollte. Gibt es Überlegungen vom Außenministerium, dass man so etwas eventuell einführt?
Die Einreiseverordnung gestaltet das Gesundheitsministerium. Wir sind natürlich mit Experten auch mit dabei, wenn es um die Beurteilung der epidemiologischen Lage in einem Land geht. Aber wie der 3G-Nachweis, welche Qualität der 3G-Nachweis sein soll, das bestimmt der Gesundheitsminister und seine Experten. Also in Europa ist derzeit das Reisen möglich, eben mit den verschiedensten Bestimmungen. Aber blicken wir jetzt Richtung USA. Die USA auch mittlerweile schon recht gut durchgeimpft. Amerikanische Touristen dürfen ja nach Europa kommen, europäische Touristen nicht in die USA. Wann könnte sich denn das ändern? Gibt es da schon Pläne? Wann dürfen denn die Europäer wieder in die USA? Ich bin die Sprecherin des österreichischen Außenministeriums, nicht des Department of State. Wir hoffen natürlich, dass wir bald wieder eine Situation haben, wo Reisefreiheit auch breiter möglich sein wird. Was sich viele Zuseherinnen und Zuseher immer wieder fragen, wie laufen denn eigentlich so die Verhandlungen im Hintergrund? Also wenn man jetzt hört, es breitet sich wieder eine Mutation aus, eine Variante in irgendeinem Land. Wie schnell können dann hier Maßnahmen gesetzt werden? Wie schnell könnten hier auch zum Beispiel Grenzen geschlossen werden hier in einem Land? Wie ist denn hier das Prozedere? Wie kann man sich denn das als Otto-Normalverbraucher vorstellen? Ich denke, dass unsere Kollegen in der Konsularsektion, die da also Tag und Nacht seit Beginn der Corona-Krise tätig sind, die sind in einem täglichen engen Austausch mit den Experten im Gesundheitsministerium, im Innenministerium, aber auch mit Botschaften aus aller Welt, die bei uns hier in Österreich zugegen sind, mit unserem Botschaftsnetzwerk, um eben tagesaktuell reagieren zu können. Da laufen im Hintergrund ständig Abstimmungen. Wir haben in der Krise gesehen, dass es sehr, sehr schnell gehen kann. Darum auch eben die Empfehlung, der dringende Appell, wenn man reist, dass man sich tagesaktuell informiert. Natürlich werden Änderungen auch bei der Einreiseverordnung, das wird so rasch wie möglich auch immer publik gemacht, mit einigen Tagen Vorlauf von österreichischer Seite. Wir haben das nicht in der Tasche, wie schnell andere Länder ihre Einreisebestimmungen ändern. Darum ist es wichtig, informieren Sie sich, wenn Sie reisen diesen Sommer. Es ist kein normaler Sommer. Die Frage ist, wie denn der Herbst wird, wenn der Sommer schon so recht angespannt ist. Virologinnen und Virologen zeichnen ja unterschiedliche Bilder. Welche Szenarien, welche Möglichkeiten liegen in dem Außenministerium vor? Welche Expertisen, mit welchen Erwartungen geht man in den Herbst? Wir haben keine Glaskugeln, aber die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher beim Reisen wird auch in den Herbst hinein für uns im Vordergrund stehen, in unseren Empfehlungen, in unseren Informationen. Wichtig ist einfach, was ich schon gesagt habe, sich impfen lassen, wenn man eine Reise plant, sich informieren und vor Ort auch einfach Hygienevorschriften einhalten, die wir alle kennen, die wir alle geprobt haben, die uns gut durch die Krise gebracht haben. Hände waschen, Masken tragen, in keinem Land kann das entstehen.